Ich begrüße euch zu einem kleinen Video, was ich dem Kollegen versprochen habe zu machen. Und zwar war ich im Kampfhaus und habe da ein bisschen gekämpft, weil ich gehofft habe, irgendwie noch die 50 zu erreichen im Einzelkampf, was gar nicht mal so einfach scheint. Klingt einfach, ist aber nicht einfach. Und ja, ich habe da ein bisschen gekämpft und habe da mich ein bisschen geärgert gehabt nach diesem Kampf, weil, naja, ihr werdet es gleich sehen. Ich weiß nicht genau, warum, aber ich habe es dem Kollegen versprochen zu machen und nebenbei kann ich schon mal darüber sprechen, über das Layout und alles. Ich habe ja wieder vor, Wi-Fi-Battles zu machen, also gegen euch zu kämpfen, gegen andere Leute zu kämpfen, online, wie auch immer. Und ja, so habe ich schon mal ein Layout kreiert. Und wenn ihr wollt, könnt ihr schon mal den Freundescode adden, während ich jetzt gerade mal erzähle, was passiert ist. Also, wir outspeeden mit unserem Life-Orb Nidoking, das Nachtara, mit mäßigem Wesen, hauen dem zweimal eine Sludge-Bomb rein, es selber macht einen Psycho-Plus, trägt eine Citro-Beere und setzt Angeberei ein. Finde ich eine gute Strategie, Psycho-Plus und Angeberei. Kann man machen. Aber wenn der Gegner drin bleibt, ist was anderes. Auf jeden Fall verwirrt, schlagen wir uns erstmal selber. Voll gut. Nachtara nutzt das, macht einen Psycho-Plus, um seinen Angriff zu erhöhen. Um 2 Stufen. Nidoking verwirrt, schlägt sich selber. Das war Runde 2. Von verwirrt sein. Kreideschrei. Senkt jetzt noch unseren Verteidigungswert. Verwirrt. Schlambo getrifft. Wenn man sich selbst verletzt, hat es eine Basispower von 40 Stärke. Und mit Angeberei erhöht man seinen Angriffswert. Ergo ist man ziemlich am Arsch, wenn man sich selber trifft. Runde 4 Verwirrung, trifft sie selber und Nidoking haut sie einfach mal fast selber kaputt. Psychoschock erledigt den Rest. Und ein Felinara ist draußen. Ja, Felinara, ne? Drecksvieh. Und ich mache hier einen riesen Missplay und gehe auf Trikifalo raus, in der Hoffnung, es irgendwie zu besiegen, aber Felinara ist eine spezielle Wall. Und mit Mondgewalt ist Trikifalo auch hinüber. Ja. Scheiß gelaufen. Außerdem war es ein Volltreffer. Meh. Pinsir kommt raus und ich gehe erstmal direkt in den Mega. Hätte ich gar nicht brauchen. Aber ihr werdet gleich sehen, warum das so scheiße war. Ich habe eine Fassade drauf. Fassade, bam, weg damit. Falls es irgendwie paralysiert, verbrannt oder vergiftet wird. Ja, Gegner hat noch einen Blitzer. Blitzer trifft mit seinem Donner. Und was macht ein Pinsir, wenn es Flügel hat? Es bekommt Flugtypen und wird einfach von Donner weggefickt. Gefegt. Electrocuted. Ich ein kleines Blöd, ist ein bisschen blöd gelaufen, aber bei diesem Trio, was ich im Team habe, Nidoking, Pinsir und Trikifalo, jetzt ohne Scheiß, dann bekomme ich jeden dritten Kampf. So eine Kombination an Evolution. Also Felinara bisher nur einmal, Nachtara und Blitzer so häufig. Das ist nicht mehr schön, weil diese Viecher sind verflucht stark. Die einzigen, die ich nicht gesehen habe, waren Glaziola und Fulliporba. Das sind die einzigen Evolutionen, die ich noch nicht gesehen habe im Kampfhaus. Bin ich auch ein bisschen froh drum, weil die sind ziemlich schnell und stark. So ein Glaziola könnte man ein ganzes Team wegsweepen. Mit ein bisschen Glück. Wenn es schneller ist als Nidoking. Er fröstet mich schon. Er fröstet es mich schon so heftig. Und ich werde gleich noch einen Kampf haben. Gegen die Clefairy Ranger. Rangers. Mit Schwandi in meinem Team. Dem Rundle Riders. Bin mal gespannt. Auf jeden Fall könnt ihr euch festhalten. Irgendwo. Ich denke mal, nachher Gamescom werde ich halt machen. Werde ich Wi-Fi Battles aufnehmen.
Und wenn ihr kämpfen wollt, registriert mich einfach, schreibt mich an, schreibt in die Kommentare, addet mich auf Skype. Twitter geht auch. Und ja, das wär's dann soweit. Ich hoffe, dir hat's gefallen, David. Weil er hat auch ganz Zeit versucht, teilzunehmen. Also er hat immer wieder versucht, jetzt die letzten Tage 50 Siege zu erreichen, damit er auf der Gamescom dann mitmachen kann. Aber ich glaube nicht, dass er es geschafft hat. Nee, das ist gemein und unfair, dieses 50 Dinger zu erreichen. Nur für ein Turnier. Nur für ein Turnier auf der Gamescom. Naja, was soll's. Auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.